Okay, willkommen alle zu dem zweiten und letzten Spiel zwischen Kaputnix und Furzboy in der Liga. Außer den zwei Spielen jetzt bloß mehr der Kirsch und Dandy. Das Level ist Twilight Fortress. Und rechts oben startet Kaputnix aka Zerg mit Zerg, den orangen Zerg, und links unten Furzboy aka Silvio mit dem grünen Zerg. Die Map Twilight Fortress ist ja eigentlich eine 4er-Map oder 2v2-Map. Hier ist auch gleich die Expansion, die neue Expansion, beziehungsweise direkt auf dem Plateau auch der Spawning Place von dem zweiten Mitspieler. Das heißt, hier gibt es eure Mass-Ressourcen. Um ein krasses Makrospiel aufzuziehen, was eigentlich auch möglich sein sollte. Die Distanzen sind durchaus recht weit. Ist zwar alles eine gerade Linie, aber es ist weit, weit, weit weg. Das heißt, N6-Pool könnte man da durchaus abwehren. Aber wie wir gesehen haben im letzten Spiel, wenn der Silvio sein aggressives Gameplay durchzieht, dann steht da nicht mehr viel danach. Mal gucken, was jetzt abgeht. Moment, schaut's eher so aus, wird das Sort das super aggressive Spiel starten. Wobei der Silvio im Produktionsland auch so unterwegs hat und minimal sind die groß. Ja, ich glaube, das ist eine Wohnung irgendwie 6er und 7er oder so was. Mhm. Gutes Stichwort, schauen wir mal auf den Drone Count. Da haben wir 8 beim Silvio und oder 9 beim Silvio und 8 beim Kaputnix. Mit dem Income ist der Silvio, der Furzboy auch leicht voraus. Kann durchaus sein, dass das an dem Early Brutschleim Pool liegt. Jo. Units Production. Schauen wir uns mal an. Spawning Pool inzwischen fertig beim Kaputnix. Mal gucken, was da als nächstes kommt. Keine Sörglinge. Oder? Doch. 4 Sörglinge. Ja, für den dritten hat es nicht mehr gereicht. Aber da kommt er jetzt vielleicht noch. Ja, jetzt kommt noch der Vespin, der beim Silvio schon fertig ist. Der Silvio geht hier wohl auf Tex, wie das ausschaut. Baut weiterhin Drohnen, noch keine Sörglinge. Und die ersten 4 Sörglinge. Die ersten 4 Sörglinge vom Kaputnix sind fertig. Und da kommen gleich nochmal 4 weitere. Jo, und eine Queen beim Silvio. Die wird wohl nicht mehr rechtzeitig fertig, bis die Sörglinge ankommen. Aber die Sörglinge bleiben am Xylanaga Tower stehen und machen erstmal gar nichts. Jo, und der Silvio baut krass auf Defense. Der will also ein heftiges Makro-Game aufziehen, so wie das ausschaut. Ganz berühmte. Ja. Das schaut ziemlich gut aus, weil der Sword, der bleibt in der Mitte stehen am Watchtower und ja, die Sörglinge ist da unten, sind das Schachtelkrabbler fertig, die Königin fertig. Und dann sollte das ja fast alles geritzt sein. Ja, durchaus. Die Sörglinge sind auch schon. Jo, Silvio spielt ganz gerne auf Banelinge. Mal gucken, ob wir das dieses Spiel auch sehen. Damit ist er recht verheerend, muss ich sagen. Der kann das auch ganz gut, die als Minen zu benutzen und solche Dinge. Und jo, in diesem Game vor allem hat man so viele Mineralien für ein Makro-Game. Da kann man schon anständige Banelinge-Armeen aufziehen. Aber die sind natürlich recht schwach gegen Mutalisken. Wenn der Kaputnix, Akasog, sich dafür entscheiden würde, würde die ganz schnell aufräumen, die Herrschaften mit Mutalisken. Jo, er sieht sie zwar, aber ich denke, die... Oh, und er reagiert auch drauf, ja. Das ist mal eine schicke Reaktionszeit, würde ich sagen, hier, ne? Ja, Silvio checkt noch, dass er ein paar weniger hat. Mhm, und Sog zieht sich auch gleich zurück. Aber geht wieder zurück auf die Ramp und holt sich den Xel'Naga Tower. Ja, gutes Denken. Mhm. Immerhin 25 Mineralien. Wer weiß, wofür die nochmal gut sind. Aber hey, wenn man gutes Micro aufzieht, sind wir immer begeistert. Jo, beide haben inzwischen das den Metabolic Boost am Erforschen. Und der Kaputnix hat ihn inzwischen fertig. Und jo, Furzboy ist noch am Erforschen, aber wird auch gleich fertig. Baut aber eine Evolution Chamber mit dazu. Das heißt, das wird definitiv ein Makro-Game hier. Ein zweiter Extraktor ist auch am Bauen und ist gerade fertig geworden. Jo, inzwischen haben wir da schon einige Sörglinge, inzwischen mit Speed, aber leider sind die Sörglinge vom Silvio auch mit Speed, das heißt, da geht nicht viel. Jo, und zwei Stachelkrabbler, die hauen da halt schon ziemlich rein. Jo, und das war's erstmal mit der Armee von Kaputnix.
Mal gucken, was da als nächstes kommt. Er ist ein Fan von Two Hatches oder ja, Two Hatches Build. Das mag er ganz gern, hat er gemeint. Mal gucken, ob wir das dieses Mal auch sehen. Beim letzten Mal hat er es ja etwas weit weg von der zweiten Mineralienlinie gebaut, die man ja eigentlich da gleich hinbauen kann. Aber das hat er bestimmt dazugelernt. Und dann werden wir demnächst die zweite sehen. Aber jetzt kommt erst die Roach Baron. Gesehen, dass da auch Speedlinge sind, da muss er ein bisschen auftecken. Grundsätzlich jetzt mal von der von den Buildings und von der Eco schaut es beim Silvio ein bisschen besser aus. Ist ein klein wenig voran, etwa 100, 150 Mineralien und 100 Gas. Und mal gucken, wie es beim Drohnen-Count aussieht. 17 zu 10 Drohnen bloß beim Kaputtnix. Da hat er wohl ein bisschen eine Pause reingehauen irgendwo mal. Und jetzt fehlen mir natürlich die Mineralien, um hier großartig eine Armee zu bauen. Das könnte noch verheerend sein, aber jetzt müsst ihr halt einfach mal keine Armee bauen und dann einfach Drohnen bauen, damit er da ein bisschen aufholen kann. So, hat jetzt gerade 10 Drohnen. 10 Minuten so wegen. Jo, mal gucken. In der Produktion haben wir jetzt 3 Drohnen, nach den ersten Schrauben hat er dann Drohnen gebaut. Aber ein bisschen eine Verteidigungsarmee. Für extra schon mit 10. Mhm, recht mutig, aber ich denke mal zu diesem Zeitpunkt, wenn er das aufholen will, dann muss er das auch machen. Okay, die Sörglinge. Jetzt war auch die Sörglinge vom Furzburg gesehen. Immerhin 8614 an der Zahl. Also nicht so wenig. Aber er hat auch ein paar Sörglinge und Roaches da stehen, das heißt, du könntest das dann schon mal abwehren. Und mehr hatte Silvio ja auch nicht, der ist ja auch ziemlich am Tacken hier. Silvio hat noch keine Echse genommen, das könnte das Blatt nochmal wenden für einen Kaputtnix. Mal gucken, was wir hier als nächstes haben beim Silvio. Ich sehe nicht so ganz, was seine. Mhm, das ist nicht gut. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so Weltmeisterleistung. Da hast du recht, Trusti. Jetzt kommen die Säuglinge von Silvio zurück und schaffen es auch in die Mineralienlinie. Und die werden da auch ziemlich viele Drohnen kaputt machen. Und die Queen, das tut weh. Also die Säuglinge haben sich auf jeden Fall rentiert. Eine Queen für 150, glaube ich, kostet die. Und eine Hatchery für 300. Die haben 450 Mineralien plus ein paar Drohnen kaputt gemacht. Also die waren verheerend. Und jo, der Kaputtnix ist jetzt wieder bei 12 Drohnen. Und Silvio bei 24. Er ist jetzt auch am Exen, der Silvio. Das heißt, er hatte diesen Delay aufgeholt mit der Expansion. Und naja, von den vom Makro-Game her schaut es beim Silvio deutlich besser aus als beim Kaputtnix im Moment. Muss sich der Kaputtnix noch ganz schön anstrengen, dass er das noch aufholt. Doppelt so viele Drohnen beim Silvio. Auch eine Queen. Die Queen ist leider kaputt gegangen beim Kaputtnix. Okay, schauen wir mal auf den Income-Tab. Jo, beim Silvio fast doppelt so viel. Naja, 2/3 mehr. Oder 1/3 mehr. Und Vespinen sind fast gleich, ein bisschen mehr beim Silvio. Und wenn wir mal die APMs angucken, Silvio ja, deutlich voraus mit seinem Durchschnitt. Er ist im Moment auf 50 und Kaputtnix auf 12. Also, da mal gucken, ob der Kaputtnix das noch rumreißen kann, das Ruder hier. Jo, und hier werden Mask Stachelkrabbler gebaut hier an der Ramp vom Silvio. Schaut so aus, als würde er dann wirklich auf Flugeinheiten gehen irgendwann mal. Damit er wenigstens seine Ramp verteidigt. Oder er möchte einfach nicht in die gleiche Falle fallen, wie er einen Kaputtnix gerade eben gelehrt hat. Ja, Kaputtnix hat inzwischen seine ganzen Einheiten vorne an der Ramp, damit er das beim nächsten Mal auch rechtzeitig mitkriegt. Hätte auch wieder genügend Mineralien für eine neue Hatch. Ist ziemlich down mit seinen Klicks, aber jetzt tickt down. Jetzt macht er was, jetzt geht hier was. Produktion. Okay, und das Bayer ist am Bauen beim Silvio. Das heißt, wir sehen hier bald Mutalisken. Und jo, wenn die Queen das einzige bleibt, was in die Luft schießt beim Kaputtnix, dann wird das Spiel ziemlich schnell gegessen sein. Sobald die ersten Mutalisken hier ankommen.
So eine Queen ist nicht verkehrt gegen Lufteinheiten, aber wenn da mehr als 4 oder 5 Mutalisken ankommen, dann ist die so schnell weg. Okay, beim Silvio läuft inzwischen die Expansion auch. Einmal frei, hat schon 43 Drohnen zu immer noch 13 Drohnen beim Kaputtnix, also fast dreimal so viel schon. Also mehr als dreimal so viel schon. Und das schaut gar nicht gut aus beim Kaputtnix. Aber Kaputtnix, wie gesagt, hat eine größere Armee. Wenn er mit der pushen würde, müsste es auf jeden Fall an den Stachelkrabbeln vorbeischaffen, weil die Stachelkrabbler sind einfach zu viel für die paar Schaben, die er da hat. Das würde er nicht schaffen. Und wenn der Silvi einigermaßen clever ist, dann lässt er seine Säuglinge wahrscheinlich auch eher stehen, als dass er da in den Angriff geht. Oder vielleicht greift er doch an. Sind ja deutlich schneller als die Schaben. Jo, und das wird dann so ziemlich der letzte Angriff gewesen sein. Wenn das nicht hinhaut, dann ist Schicht im Schacht beim Kaputtnix. Dann sind wir mal gespannt, was hier abgeht. Okay, hat gesehen, das sind Stachelkrabbler. Und die Säuglinge sind auf Hold. Aber jetzt gehen sie. Und ja, die Schaben sind durch. Einwandfrei. Das war wichtig. Und jetzt. Ah, oh, da stehen halt noch mehr Stachelkrabbel hinten dort. Zu weit vorgelaufen. Ja. Jo, jo, jo. Und die Mutalisken. Ja, und die Mutalisken sind jetzt auch fertig. Und jo, leider Gottes gibt es hier nichts mehr. In Kaputtnix Basis, die aufhalten könnten. Erforscht gerade Melee-Attacks. Vielleicht will er da Mass-Zerglinge noch pumpen. Hat ziemlich viel Vespin, auch einige Mineralien. Jo, und jetzt sind die Mutalisken hier. Die eine Queen, mal gucken, überlebt 3 Sekunden. Aber das sind so viele. Und irgendwie sind da Zerglinge durchgekommen. Nee, das sind die Zerglinge vom Silvio auch. Die hat er noch vergessen bei seinem Angriff. Jo, und das war's. So wie das ausschaut. Silvio gut gebunkert mit den Stachelkrabblern. Die waren wichtig, vor allem die zwei auf der Mainbase. Dann später, dass er den hier abgezogen hat. Die haben ihm den Arsch gerettet gegen Schaben. Aber wie gesagt, die Mutalisken waren ja auch fertig. Die hätten dann den Rest schon aufgeräumt. Aber jo. So viel dazu. 2-0 für Silvio. Damit ist Husti definitiv 5. Platz. Und ja, wir freuen uns auf das Viertelfinale.